Willkommen zurück zu Rising World und ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass ich manchmal ein kleines Schusselchen bin und ich gerne mal ein paar Sachen vergesse und ich dann doch vielleicht mal ab und zu mal mitdenken sollte. Ja, jetzt wollte ich eigentlich in ihren Regal bauen und habe es eigentlich total verkackt und ich glaube, ich habe gar kein Holz mehr, oder? Nee, warum auch? Man muss jetzt extra deswegen nochmal los und einen Baum fällen und ach, alles doof. Alles doof. So, gestern war Karfreitag, heute ist, ja, Ostersamstag, Karsamstag, wie auch immer. Und heute ist ja die Hölle draußen los, ne? Also ich werde gleich auch noch unterwegs sein, oder ich war, Uhrzeit bedenken, ich war dann schon unterwegs, genau. Und ich kann euch sagen, da ich weiß, wie es draußen ist am Samstag vor Ostern, es war die Hölle. Selbst wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, noch nicht unterwegs war. Weiß ich aber, dass wenn ich dann gleich unterwegs bin, es die Hölle war. Die Leute fahren auf Parkplätzen, als ob es keinen Morgen gäbe. Ja, breit fahren, schmal denken, ne? Weil es gibt da kein Rechts und Links und keine Schrittgeschwindigkeit auf Parkplätzen. Nein, das dürft ihr komplett vergessen. Liebe Kinder, egal was ihr macht, komplett vergessen, ne? Es zählt da einfach nur in der Mitte fahren, ne? Und natürlich mit 50 über dem Parkplatz. Und einem ausparkenden Auto dann natürlich schön hinten rein oder sowas. Irgendwie sowas muss doch heute auch passieren, ne? Oder ist bestimmt heute passiert oder so. Keine Ahnung. Oh, ich hasse ja Regen. Mit Gewitter. Cool wäre wirklich hier noch, wenn hier richtige Blitze runterkommen würden. Und es gegebenenfalls hier anfangen würde zu brennen. Das wäre noch cool. Naturkatastrophen wäre als nächstes nett. Ja, okay, ich bin ein bisschen The Legend of Zelda gestört, ich weiß, aber trotzdem, das wäre ein schönes Goodie. So, jetzt nochmal. Genau. Ich möchte hier Holzplanken haben, schöne Holzplanken. Na. Hm. Ah. Nee, das Holz nicht, nee. Wenn ich das jetzt so mache. Ja gut, machen wir es so, komm. Habe ich jetzt mein Holz, das kann ich dann nehmen. Und dann passt das, oder? Was meint ihr? So, ganz wichtig ist, ich kann da drauf nichts draufstellen, ne? Warte mal, wenn ich jetzt da runter gehe, dann bin ich da, ne? Das heißt, ich muss dann also hier nach oben. Nach oben. Nach oben. Genau. Okay, das geht. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob das andere geht. So. Einmal drehen und wenden, wie man will. Schön, ja, das wird ein schönes Lager. Ja, dann auch nochmal hoch. Genau. Muss ich dann nur noch solche Holzblöcke hinpacken, aber ansonsten ist das doch in Ordnung. Genau. Hier rüber. Könnte ich sogar noch eine dritte Kiste hinkriegen. Ich müsste mir nur noch eine Leiter daneben packen. Packe ich die Leiter in die Mitte? Weiß ich jetzt noch nicht. Schon so eine Leiter. Vielleicht komme ich aber auch daran. Kann sein. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz was wegen dem Regen machen. Ich, dachmäßig. Okay. Ah. Ja gut, komm, machen wir es mal so dicht. Komm, einmal dicht machen hier. Nur noch so eine kleine Lücke. So, jetzt bin ich hier schon mal ein bisschen vor der Feuchtigkeit geschützt. Und jetzt kann ich mal ganz kurz gucken, wo habe ich denn jetzt hier was? Da habe ich Tomaten.
Ich habe jetzt zum Beispiel noch gar nichts drin. Das heißt, hier könnte ich beispielsweise Erde reinmachen. Machen wir da die Erde rein. Obwohl, ne, halt, hier unten machen wir das Gemüsefach. Komm, hier unten machen wir das Gemüsefach. Das heißt, da kommt Essen rein, wenn ich was hätte. Da, Kartoffeln. Kartoffeln. Dann machen wir jetzt hier das Erdefach. Erde. Das hier sind Erze. Stein habe ich jetzt gerade nicht. Nee. Gut, und darüber müsste ich dann das Blumenfach machen, ne? Könnte es nicht mal aufhören zu regnen. Ah, Ostern soll es genauso regnen. Habe ich jetzt schon keine Lust drauf, dass es die ganze Zeit regnet. Aber okay, gut. Was soll man machen? So, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist hier erstmal weiter. Dann muss ich erstmal gucken. Wie viele Felder sind denn das? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, genau. Und 7. Wunderbar. Wunderbärchen. Alles klärchen, Wunderbärchen. Es hört auf zu regnen, kann das sein? Ja, es hört auf. Das ist doch schön. Genau, und dann kann ich das so schön weitermachen hier. 6 Stück hier. So, dann hier, der ist die Nummer 7. Das wird dann noch hier unten lang noch geführt. Oh, ernsthaft? Sieht man das? Das sieht man noch gar nicht, oder? Sieht man das? Sieht man das? Da sieht man es, ob man es glaubt oder nicht. Echt. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man es da sieht. Okay, gut, ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Haben wir das hier schön. Nicht zu viel verbrauchen, das ist ganz wichtig. Ich bin hier oben auf. Geil. So, gut. Nee, also Samstag, viel zu tun, viel zu tun, viel zu tun. Ihr kennt das Ganze ja und deswegen, ja. Ah, brechen mir die Knochen. Würde ich sagen, sehen wir uns dann zum Sonntag wieder in einer frischen Folge Rising World. Wobei, Sonntag, ich weiß es noch nicht, Ostersonntag, ob ich da jetzt wirklich eine Rising World Folge rausbringen soll. Ja, bin ich mir noch sehr unschlüssig, weil es ja eigentlich doch sehr ein schöner Feiertag ist. Und dann, mal gucken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.